Ich habe deswegen darum gebeten, als Letzte dran zu kommen, um mich nicht zu wiederholen. Denn bei uns im Wohlfahrtsverband sind all die sozialen Projekte und Themen ja virulent, die hier angesprochen worden sind. Deswegen würde ich ganz gern auf einen Aspekt nochmal eingehen, der heute hier noch nicht genannt worden ist. Und zwar, das ist die Inklusion, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in dieser Stadt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das sagt sich immer so leicht. Aber es geht ja auch schon bei den kleinen Dingen los. Wir würden uns wünschen, dass das Thema Menschen mit Behinderung, dass es nicht irgendwelche andere Menschen sind, sondern die mitten mit uns zusammenleben, dass das schon in der Schule mit angelernt wird, wie man Inklusion leben kann. Wir würden uns wünschen, dass bei allen politischen Prozessen und Denken nicht nur Frauen-Männer-Quoten aufgerufen werden, ich sage es jetzt mal so, sondern dass auch selbstverständlich mitgedacht wird, dass die Perspektive von Menschen mit Behinderungen auch bei solchen Zukunftsperspektiven, die Zukunft ruft nach uns, auch von vornherein mitgedacht werden. Da sind wir noch von Lippenbekenntnissen und Absenkung von Bürgersteigen jetzt mal abgesehen, noch wirklich weit entfernt. Denn ich sage immer, wenn jeder Bus eine Hebebühne hat oder jeder Fahrstuhl in jeder S-Bahn-Station immer fährt, leben wir noch lange nicht in einer inklusiven Gesellschaft. Da müssen wir noch eine ganze Menge mitdenken. Und da ist, würden wir ganz gern, wir bieten uns als soziale Träger an, da heftig mitzugestalten. 2050 würde ich mir wünschen, dass die Kinder in den Schulen lernen, wie komisch wir heute mit behinderten Menschen umgegangen sind und sich dann im Geschichtsunterricht darüber schlapplachen, wie die das früher gemacht haben, sondern eher da ist, und zwar, dass es dann für sie eine Selbstverständlichkeit ist, von vornherein alles gemeinsam zu denken. Das ist das eine. Das zweite ist, ich gehe mal ganz kurz auf ein paar Sachen ein, Bildungsfrage. Für mich ist es absolut unverständlich, dass wir in Berlin und überhaupt in einer Gesellschaft leben, in der die Herkunft die Bildungszukunft mitbestimmt. Und das geht nicht, da müssen wir gemeinsam eine ganze Menge tun. Und wir müssen, wenn wir gerade eine sozial-ökologische Gerechtigkeit haben wollen, so wie ich es gefordert habe, dann muss man auch bei der Nachhaltigkeitspolitik in diesem Bundesland Berlin auch darüber nachdenken, dass wir Menschen, die in finanziell schwierigen Lebenslagen sind, bei dieser ganzen Diskussion nicht abhängen, sondern von vornherein mitdenken. Sonst nehmen wir die nämlich nicht mit. Und das ist etwas, und da reicht es nicht nur Recht zu haben mit klimapolitischen Zielen, sondern da muss man von vornherein mitdenken. Jetzt ist es so, dass in Kitas Bioessen zuzahlungspflichtig ist. Ich denke, dass wir uns davon dann verabschieden können, denn jetzt ist es ja so, dass das dann Bioessen für Privilegierte stattfindet. Das sind nur kleine Beispiele, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und ich wünsche mir eine Diskussion, wenn es um Arbeit geht, um starke Arbeit geht, dass wir Bildung als soziale Durchlässigkeit natürlich leben können, dass möglichst viele Menschen auch eine ordentliche Fachausbildung machen können. Insbesondere natürlich ist mein Interesse in sozialen Berufen wie Pflege und Erziehung und Sozialarbeit, Heilerziehungspflege, all die ganzen Sachen. Aber dazu brauchen wir eben auch eine klare Fachkräftediskussion. Wozu brauche ich tatsächlich Fachkräfte? Und zu sagen, wir fordern überall 30 Stunden Arbeitszeit, finde ich das sehr, sehr charmant. Mir wird es aber gerade ganz schwindelig, weil ich schon mit den jetzigen vorhandenen Fachkräften kaum die Anforderungen in den Erzieher, in den Kitas und in den Pflegeeinrichtungen wirklich darstellen kann. Und bei Herausforderungen und Fragestellungen für den ökologischen Umbau möchte ich auch, dass mitgedacht wird für soziale Träger. Ich bin absolut dafür, dass wir was tun müssen. Aber jedes Elektroauto, was angeschafft wird, zahlen die Pflegebedürftigen. Jede Häuserdämmung einer stationären Pflegeeinrichtung werden zurzeit auch die Pflegebedürftigen umgelegt. Und hier möchte ich ganz gern, dass wir einfach bei einer Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin, wofür grüne Politik sicher steht, von vornherein die soziale Frage immer mitgedacht wird am Ende des Tages. Wie holen wir die Menschen ab? Wie erreichen wir die Menschen, die das nicht gleich alles bezahlen können? Und wie können wir sie von vornherein mitdenken? Das ist das Thema, das eine. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir in Zukunft, dass ich nie wieder über eine Heldenprämie oder eine Berlin-Zulage nur für den öffentlichen Dienst diskutieren muss. Ich wünsche mir in Zukunft, dass die Wertschätzung der Berliner Politik und Verwaltung an dieser Stelle gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist gute Arbeit, dass sie das auch umsetzt. Ich bin der Meinung, dass jede Mitarbeitende im öffentlichen Dienst das verdient hat. Das stelle ich außer Frage. Aber wir haben hier keine Helden erster, zweiter Klasse und wir haben hier auch keine gute oder schlechte Arbeit erster oder zweiter Klasse. Wir arbeiten als soziale Unternehmen im Auftrag des Staates. Das würde ich mir wünschen.